Hallo. Ich habe aus Versehen ein Achievement bekommen. Und irgendwie ist das Gras nicht gewachsen. Obwohl ich hier Force Claimed hatte. Force Load meine ich. Und ja. Schade. Oh, ein String. So, kann man eigentlich was aus... Organic Compass, Cooking, Dog Food. Okay. Man kann wohl nichts machen. Und ich muss auf jeden Fall die Schneebälle loswerden. Davon habe ich viel zu viele. Hier habe ich noch Platz drin, das ist schön. Was wollte ich machen? Okay. Da müsste ich ja irgendwas rausbekommen. Sieht, wie kriege ich das? Ah. Okay, Sand schmelzen. Dann holen wir uns mal ein bisschen Sand. Alter Schwede. So.
Ich benutze den Shader Moment. Wie heißt er? Ah, Complementary Reimagined. Dafür habe ich mir eine eigene Config angelegt und ja. Alles so ein bisschen heller gemacht. War eigentlich der Hauptgrund, warum ich den genommen habe. Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und der hat auch so coole Wolken. Ja, kann ich nachvollziehen. Also das Base Game sieht irgendwie so ein bisschen, finde ich mittlerweile, trostlos aus. Ja. Deswegen mag ich die Mod so sehr. Beziehungsweise das Shader Pack, so. Yay, ich habe 2 Zink Nuggets. Oh Gott. Ah, wird das nervig. So, was brauchen wir denn für ein Drill? Brass Drill. Portable Drill. Bronze Drill und Cannon Drill. Und der Bronze Drill ist natürlich besser. Nee, leider nicht. Du musst dir Modred holen.
Und dann kannst du das runterladen. Am besten guckst du dir mal das Video dazu von Blizzor an. Und hier ist der Link zu dem Pack. Also da kriegst du zumindest alle Informationen, die du eigentlich für den Start hiervon brauchst. Und das Gute ist, dadurch, dass man in der Skyworld spielt, ist das performance-technisch auch richtig gut. Oder? Oh, nice. Die ist auf jeden Fall gut. Damit sollte das ausreichend zu zocken sein. Aber auch die 1660 sollte dafür völlig ausreichend sein. Aber bis jetzt, wenn man mit Create anfangen will, kann ich die Mod hier echt empfehlen. Also es macht auf jeden Fall Sport, genau. Spaß. Und hier hast du auch noch Achievements, mit denen du arbeiten kannst. Jo. Also die helfen einem da echt gut. Und sonst notfalls einfach auf YouTube gucken. Da sind ja aktuell sehr viele Leute unterwegs, die das Spiel spielen. So, ich wollte Minecraft Item Sorting.
Forge. Options, Controls, Keybinds, Kategorie. Okay. Schade. Hä? Ja, den hatte ich auch ein bisschen geguckt. Ich muss mal eben was nachgucken. Zwar suche ich gerade eine Mod zum Sortieren von Inventories. Ja, die suche ich gerade, weil ich hasse es, die Sachen nicht zu konvertieren, nicht konvertieren, sondern zu sortieren. War es nicht. Die Mod. Das Modpack, was ich hier jetzt nebenbei gerade offen habe, das hat das nämlich drin, ne? Aber jetzt weiß ich nicht, ob das Mouse-Tweaks ist.
So. Gucken wir doch einfach mal in die Config-File von Mousetreaks. So, das ist von dem Create Modpack und gibt es einen Unterschied zwischen den beiden? Nö. Schade. Inventory Tweaks? Ja, aber die ist hier nicht im Modpack drin. Ist das bescheuert? Ja, wahrscheinlich ist das in irgendeinem anderen Mod mit drin, ne? Den ich hier nicht finde. Ach, wie schade. Ach. Ach, das interessiert mich jetzt doch irgendwie. Kann ich das Game einfach starten? Läuft das dann einfach so? Dann suche ich da drinne jetzt einfach mal nach dem Mod, der auf mittlere Maustaste reagiert. Ich habe ein selbstgebauten mit einer 3080, 32 GB Arbeitsspeicher und einem i7-5800X3D.
Genau. Aber man kann hier echt die Liste durchgehen und findet nichts, was so in die Richtung gehen. So, Controls, Keybinds. Es ist Quark. So, was ist Quark? Okay, das muss extra hinzugefügt werden. Hey, das nehmen wir nicht. So. Ich habe hier jetzt einfach mal eine Mod, also Inventory Sort. Ja. Testen wir die mal. Ob das Spiel überhaupt noch startet. Ach ja, Kolomb. Cola Lomb. Danke für den Follow von vorhin. Oh. Gott sei Dank habe ich noch Zugriff auf meinen Server. Das nächstgute ist, dass der Server verdammt schnell neu startet. So.
Hey, wir können sortieren. Du kannst dir die Startinsel aussuchen. So, das hier ist das Startschiff, wo man drauf startet. Und wenn du L drückst, kannst du in einem Team beitreten. Und dann kannst du hier deine Startplattform auswählen. Und die haben halt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ja, das kannst du machen. Ja, auf jeden Fall. So. Ja. Und
Das macht sehr viel Laune, muss ich sagen. Jetzt weiß ich gerade nicht. So. Lava? Immer noch mehr Speicher als das Raumschiff, was auf dem Mond gelandet ist. Ja, das stimmt. Oh. Oh. Hm?
Ja, ich glaube, das kannst du dir heutzutage nicht mehr leisten. Ja, auf jeden Fall, was absolut genial war. Ja. Yeah. Und das Teil fliegt immer noch. Ja.
Okay. Wahrscheinlich hast du dann nicht das Problem, dass du hier, wie heißt das? Wahrscheinlich hast du nicht das Problem, dass die Karte zu groß ist, sondern eher genau der Strombedarf, dass du einfach noch ein zweites Netzteil einfach als zusätzliches PC-Gehäuse daneben stehen hast. Ja, oder wie in Zurück in die Zukunft, dass du einfach eine Klappe aufmachst und da Bio-Abfälle reinkippst. Nicht nur das AKW. Also das AKW ist ja noch das Günstige da dran, inklusive den Brennstäben. Aber erstmal die Anbindung an die Bahn, die du brauchst für die Castor-Transporter, das wird schon wenig teurer. Ja.
Autokoppel? Ja, da muss wirklich auf die 50er-Serie gewartet werden. Also bei... Ach, wie heißt es gleich noch? Hier bei... Moment. Brainfart. Bei Dragon's Dogma, da hat man es gemerkt, dass man zu wenig VRAM hatte, was echt schade war. Ja, eine 10, also eine 1660 auf jeden Fall. Aber ich würde gerne meine 3080 upgraden.
Glück gehabt. Ja, mit Arm 4 könnte man da noch richtig viel mitmachen. Ja, habe ich ja auch gemacht, also und da kommt man echt an die Grenze, wo man Epilibrium erreicht oder wie das heißt. Und dann einfach das so gut austariert ist, dass man kaum eine Chance hat, hier, wie heißt das, noch irgendwie richtig zu upgraden.
Ja, das trifft es auch. Aber, wie gesagt, weil man dann auch noch eine gute Grafikkarte hat mit ordentlich Speicher, hat man dann irgendwann echt die Probleme, dass du nicht mehr so gut upgraden kannst. Also bei mir ist jetzt wirklich, wenn ich eine neue Grafikkarte kaufe, also zum Beispiel jetzt schon eine 4080 ist, nee, 4070 ist die Grenze. 4080 hast du dann das Problem. Dass dann die Grafikkarte bottleneckt. Dann braucht man neuen CPU, also muss man komplett neuen PC kaufen. Nee, bei einer 4070 noch nicht, aber bei einer... Ja, doch, da fängt es schon an. Aber da liegt es eher am Board und nicht am CPU selbst. Also an den alten, wie heißt es gleich noch? Da liegt es eher an den Arbeitsspeicher und. Also wir hatten da ein paar Tests gemacht. Also das ist überhaupt nicht signifikant. Also es sind, wir reden hier irgendwie um 2-3% Verschlechterung. Aber ja. Ja, also deswegen, das ist so ein Zwischenspiel. Aber jetzt bei mir aktuell sind so zwei Sachen. Und zwar, ich würde gerne einen 4K-Monitor haben. Der kostet aber Schweinegeld. Aber damit man auch vernünftig 4K spielen kann, bräuchte man schon jetzt mittlerweile eine 4080, um die Qualität, die ich aktuell habe, zu nutzen. Meinst du? Ja, das auf jeden Fall. Also der macht sich bei mir im PC kaum bemerkbar. Was halt richtig nice ist.
Ja, ich habe auch WQHD, aber ich habe einen 32 Zoll Monitor, was mega geil ist, aber da bist du echt schon über den Punkt hinaus, was ich finde, was vernünftig ist, weil zwischenzeitlich hast du, besonders wenn Dunkelheit und Schatten reinkommt, das Problem, dass bei dem Monitor man die Pixel sehen kann, was ein bisschen blöd ist. Ja. Ja, ich habe auch einen Samsung. Aber was ich bei den... Also, mich stört das vor allem bei Rollenspielen, die ich ganz viel spiele. Und... Ja. Moment. Ich habe einen G7. Nee, der klappert nicht unter der Decke, aber der Monitor macht da irgendwie komische Sachen. Was ein bisschen nervig ist, obwohl ich den schon kalibriert habe und Firmware-Updates und gemacht habe. Ja, also bis jetzt, ich habe mein CPU ein wenig undervoltet. Und der läuft absolut performant und ist, glaube ich, noch nie bei 100% Auslastung gelandet. Mal gucken. Also, aber ja, ich warte jetzt erstmal definitiv auf die 50er-Serie, bevor ich hier irgendwas machen werde.
So, die nächstgrößere Frage ist, wie zur Hölle bekomme ich... wie heißt das gleich noch? Zusätzliche Lava, so. Ja. Irgendwie muss das doch funktionieren. Nutzen wir doch unseren Freund YouTube. Ja, bin ich gerade am Reingucken.
Ich würde die paar mehr Euro in die Hand nehmen für den X3D. Okay, das sind 140 Euro mehr in die Hand. 130. Aber das würde ich eher machen. Der Leistungsboost, den du dadurch bekommst, der ist absolut insane. Ja. Und schön auf den Arbeitsspeicher getaktet. Ich meine auf den CPU getaktet, dann passt das auch richtig gut. Ja, ich glaube, ich habe einen 3600er. Ja. Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Hehe, das ist echt nice.
Yep. Verdammt.
So. Ich hatte das mal bezahlt. Das hat 3 Euro gekostet, also war jetzt nicht so schlimm. Willkommen zurück. Das ist schlimm, oder?
Das ist Great Life 5. Ein Modpack von Blizzard. Was gerade ziemlich viele Leute auf YouTube und Twitch streamen. Also ich bin im IT-Support tätig und Zuschauer ist, glaube ich, irgendwie wie kann man das gut beschreiben? Ein Urgestein der IT-Technik und hat ein breites Fachwissen, an dem er alle bereichert.
Also da ist natürlich immer die Frage, was genau du machen möchtest und ob du dir das auch gut überlegt hast, ne? Ja, das trifft es sehr gut. Gefühlt ist es ein, und ich glaube auch in echt, ein verbessertes Mathestudium. Ja. Also das habe ich auch gehört. Beim Kollegen von mir wurden mehrere Kurse dann zusammengelegt. Jeden Fall. So, ich würde mal eine ganz kurze Pause machen und dann sehen wir uns in wenigen Minuten wieder. Also, bis gleich.
Hallo. Oh. Ja. Finde ich auch.
Ja, ich habe noch was anderes gelernt. Je tiefer eine Mobfarm ist, desto besser arbeitet die. Ja, das heißt, da muss man dann nochmal am Design arbeiten. Weil die ein bisschen zu hoch ist. Oh.
Hallo. Was geht bei dir? Wir spielen hier gerade ein bisschen Create Life. Das läuft. Schön. So. Und gleich fahren wir noch mal ein bisschen Eisen. Genau.
So, und dann sollten wir ein bisschen was an Dirt bekommen. Und wir könnten mal ein Feld bauen. Ja. Das auf jeden Fall. Dann können wir jetzt uns ein kleines Feld bauen. So, und damit sollten wir jetzt ein bisschen Nahrung bekommen, hoffentlich.
Nice. Ja, hat bei mir auch ewig und drei Tage gedauert. Ja, ich finde, das ist auch richtig schlimm in diesem Modpack mittlerweile. Okay, die waren auf dem Hauptschiff. Da weiß ich jetzt nicht, ob man da noch irgendwie hinkommt. Außer rüberzubauen. Die haben das Funnel-Rezept rausgenommen. Nee, doch nicht. Ach, ist nur auch ein Hopper. Auf jeden Fall. Clay dauert, glaube ich, auch wieder übelst lange.
Clay herzustellen ist auch irgendwie eine interessante Methode hier im Pack. Aber bis jetzt macht Laune, muss ich sagen. Ich habe das ja jetzt ein bisschen umgebaut und nutze hier die Drills. Und die produzieren richtig schnell. Sind auf jeden Fall günstiger als das, was aktuell über diesen Extruder gemacht wird. Ich denke aber mal, wenn du die Geschwindigkeit von dem Extruder erhöhen kannst, wirst du auch ohne Probleme hier noch mehr rausbekommen. Ich glaube aber, das gleiche zählt auch für die für die Drills. Erhöhen wir doch mal die Geschwindigkeit ein wenig. Weiß zwar nicht wie viel, aber das war nicht das Beste. Also so sieht das bis jetzt hier aus. Da haben wir schon mal ein bisschen was.
Ja, bist du hier auf diesem Schiff? Guck mal in diese Dark Oak Chest rein. In diesen Nachtschrank. So gesehen. Jupp, und ein Eisblock. Und ich würde dir raten, eine Treppenstufe zu bauen. Später dann. Dann kannst du nicht aus Versehen das Lava kaputt machen, glaube ich. Ja. Dann geht's hier relativ schnell an Cobblestone ran. No. Ich bin mir da unsicher, ob eine Holztreppe brennen würde. Ich würde das beobachten und dann notfalls ganz schnell wechseln. Hallo, Master Yuo. So.
Oh. Na, was geht? Wir spielen hier gerade ein bisschen Create Life 5 von Blizzard. Und gucken mal, wie gut wir uns stellen. Ausprobieren, ob ich das vielleicht ein bisschen beschleunigen kann, indem ich noch mal was austausche. Ja, ich glaube, aber am Anfang sollst du erstmal die Holz, Blätter mit der Faust abbauen, damit du mehr Saplings bekommst. Wenn ich mich nicht ganz irre.
Ja, verdammt. Ranhänge. Schade, hat nicht so geklappt, wie ich eigentlich geplant hatte, dass man da irgendwie, ja, ein bisschen mehr Geschwindigkeit bekommt. Jetzt hätte ich was. Oh Gott. Oh, gerettet. Jetzt ist da Geschwindigkeit drauf. Nice. So. Nice.
kommst du hier jetzt jeden Tag rein? Also mit genau dem Kommentar. So, und dann bringen wir die Sachen erstmal weg. Oh, Slimeball. Wir können daraus Brot backen.
Hier oben schön alles voll oder was? Wie nervig. Also das kann ich dann schon gut nachvollziehen, dass man da nicht so Lust drauf hat. Haben wir jetzt genügend Iron Bars? Das ist eine Yaw-Control. Oh, das ist eine Kanone.
Oh. Voilà. Sollte ich dann vielleicht auch mal machen. So, wir haben jetzt 3 Stück, das ist super. Thank you.
Ups. So, ich würde jetzt Feierabend machen. Ja, mehr gibt's da eigentlich auch nicht zu sagen. Ich bin hart müde und dann gucken wir uns morgen dann noch ein bisschen mehr an. Wir haben jetzt hier die schöne Automatisation und die Presse bekommen und das heißt, wir werden da jetzt ein bisschen mehr hier hinten die Mobfarm machen und dann hoffentlich noch ein bisschen mehr Eisen bekommen, sodass wir die Fans hier bauen können. Wofür wir dann zum Beispiel, wenn wir da Wasser hinstellen, Clay bekommen können. Aber auch, wo war denn das hier? Irgendwo konnte man Gravel, kann man Iron Nuggets bekommen. Und ja, das hört sich eigentlich ganz cool an. Genau, also das ist so die Idee dahinter. Und vielleicht kann man hier auch noch mit dem Lava irgendwie was machen. Ich weiß noch nicht genau was, aber ja, genau. Und dann mal gucken, dass wir vielleicht hier unsere Fläche vergrößern, so dass wir hier auch den Rasen richtig einsetzen können und dann vielleicht die Chance haben, dass irgendwie Schafe oder sowas spawnen werden. Also mal gucken. Genau, aber so war es das dann erstmal für heute. Ich wünsche eine gute Nacht und einen schönen Restabend noch und ja, genau, das war es dann eigentlich von mir. Wie gesagt, gute Nacht, schönen Abend noch zusammen und dann bis morgen, tschüss und auf Wiedersehen, ciao.